Hallo zusammen, ich habe hier ein Kühlaggregat von Rivacold und wir sind ja die einzigen Rivacold-Händler in der Schweiz. Also wir sind die einzigen, die Ware von Rivacold direkt bekommen. Und das ist ein Kühlaggregat, ein FS, ein Split-Version. Und dann hier der passende Verdampfer dazu. Und die gibt es natürlich auch im Wesentlichen größeren Leistung. Warum ein Splitkühlaggregat und nicht so ein Stopfer in die Wand rein? Jetzt habt ihr eine Kühlzelle irgendwo im Keller aufgestellt und keine Fenster, eine Tür, aber davor irgendwas anderes und das Kühlaggregat gibt ja hier Wärme ab. Jetzt ist die Möglichkeit natürlich dieses Kühlaggregat mit dem Split außerhalb zu setzen, dass die Wärme von der Kühlmaschine nicht im Raum neben der Kühlzelle abgegeben wird. Also ich habe schon Beispiele gesehen, da haben sie eine Fertigkühlaggregatzelle hingestellt mit einem Stopferkühlaggregat, das so direkt an der Wand, weil es zu warm wurde, haben sie dann noch eine Klimaanlage installiert, um den Raum runterzukühlen. Ist ja Schwachsinn. Also vor allem energetisch und kaufmännisch gesehen auch. Wir haben hier dann diese Stecker. Elektrisch ist das fast alles schon vorbereitet, vorverdrahtet. Klar, hier ist die Zuleitung, die muss noch hin. Dann ist hier die Beleuchtung, da ist eine Lampe mit bei für den Kühlraum. Dann ein Türkontaktschalter. Wenn die Türe aufgeht, dass das Licht angeht, beziehungsweise die Kühlmaschine ausgeht, dass die Luft nicht mehr zirkuliert. Und hier ist jetzt noch eine externe Steuerung. Normalerweise sitzt die Steuerung hier. Und als Aufpreis habe ich eine 10 Meter lange Steuerung. Da habe ich das Kühl... Oder das Teil kommt irgendwo extern. Und neben der Tür habe ich dann die Anzeige von der Temperatur, kühltes Teil und so weiter. Und das Kühlelement, das ist ein Deckenkühlelement. Hier ist auf Styropor gelagert, hier unten ist der Ablauf, ist noch alles eingepackt mit einer Schutzfolie. Hier habe ich diese zwei Kabel, die muss ich wie erwähnt hier einstecken. Alles vorverdrahtet, aber was es braucht, ist natürlich von diesen zwei Anschlüssen hier eine Leitung, eine Kälteleitung, eine Hin- und eine Rückleitung bis zum Kühlaggregat. Und so habe ich den riesen Vorteil, dass ich so ein Splitaggregat getrennt im Raum und das weit weg oder sogar außerhalb vom Haus montieren kann. Hier sind der Deckel weg. Ja. Und hier verlinke ich euch einen Stopfen. Also im Prinzip das gleiche, einfach Wand, Loch reinschneiden, reinstoßen, die neue Bestserie. Und das soll's für heute gewesen sein. Ich wünsche euch einen schönen Tag.